Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age 2. Ja, wir gucken uns an, wir wollen ja erstmal die Sekundärquests weitermachen. Und da werden wir hier die Knochengrube machen. Sprich, tagsüber mit Hubert über eine Arbeitsstelle auf dem Markt an der Oberstadt. Quest aktivieren. So. Questgebiet verlassen. Tagsüber, da müssen wir hier hin. Oh, da gibt es sogar mehrere. Da können wir gleich mehrere machen. Das lohnt sich ja. Wir beschwören gleich mal unseren Hund, falls hier irgendjemand auf uns auflauern will. Wobei, tagsüber werden wir eigentlich nicht so aufgelauert, aber man weiß ja nie. Gut, das heißt, hier gibt es gleich mehrere Quests. Das ist doch schön. Oh, und da können gleich mehrere Quests angenommen werden. Haha, ist das nicht toll? So, jetzt aber erstmal hier hin. Ich weiß nicht, ob das die richtige ist, aber wir probieren es mal auf. Ascendriel. Wendet euren Blick ab, Ferelischer Hund. Hoppla. Ich habe gerade einen Sovereign verloren. Hätte nicht gedacht, dass ihr euch nochmal herablasst, uns zu besuchen. Ach, immer doch. Das wäre auch besser gewesen. Oder seid ihr doch nicht zu stolz, etwas Geld zu verdienen? Geld? Immer her damit. Stolz ist üblicherweise nicht der Grund, falls ich scheitere. Seit ihr davongestürmt seid, haben wir niemanden mehr mit euren Talenten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe einige Männer zu den Docks geschickt, um etwas Fracht zu veräußern. Sie sind aber nicht zurückgekommen. Ich zahle gutes Silber, wenn jemand sie oder die Ware unbeschadet herbringt. Wer wird denn vermisst? Ist es jemand, den ich kenne? Nach eurem Weggang mussten wir neue Ferelden verpflichten. Freiwillig, versteht sich. Ein junger Kerl namens Price hat sie angeführt. Weit entfernt von eurem Kaliber. Tja, es gibt sogar jemanden für mich nicht mal. Wo soll ich hingehen? Wo wurden sie zuletzt gesehen? Am Dock. Das Treffen sollte unten bei den Docks stattfinden. Im Schutz der Dunkelheit. Ich weiß, dass euch der Ablauf vertraut ist. Und was für Waren? Wollt ihr mir sagen, was ihr verkauft habt? Wir wollten ein Geschäft mit der Karte abschließen. Diese Zwerge aus Orzammar lieben Luxusgüter. Edle Stoffe, ein Fass Kaviar, alter Wein. Eben alles, was ein Händler der Oberstadt so entbehren kann. Gut, ich mache es. Auch wenn es ihr nicht gefallen wird. Wir sind im Geschäft. Gut. Geht heute Nacht zu den Docks. Price sollte dort unsere Käufer von der Charta treffen. Vielleicht könnt ihr ja herausfinden, was vorgefallen ist. Genau, Evelyn gefällt das ganz und gar nicht. Feindschaft plus 5. So. Aber wir haben hier noch weitere Quests. Die nehmen wir uns, gucken wir uns auch noch an. Evelyn. Ja? Gott, ich bilde mir hier schon mal ein, dass irgendjemand Evelyn ruft. Hubert! Hubertus! Komm her, mein alter Ich Audien. Hörte, ihr habt Probleme mit der Knochengrube. Ich könnte behilflich sein. Na, endlich kommt jemand, um mir zu helfen. Ihr seht zwar etwas unerfahren aus, aber ich hoffe mal, dass ihr das hinkriegt. Ich musste den Betrieb einstellen. Meine Arbeiter sind in der Mine verschollen oder weggelaufen. Geschieht mir recht. Hätte ich bloß keine Flüchtlinge aus Ferelden genommen. Ich bin aus Ferelden. Ich habe schon Leute losgeschickt, aber nichts mehr gehört. Vielleicht betrügen sie mich. Ich brauche jemanden, der fähig ist und herausfindet, was vor sich geht. Klingt Knochengrube nicht zu bedrohlich? Euer erster Fehler bestand darin, die Mine Knochengrube zu nennen. Die Einheimischen haben sie so genannt. Die Narren behaupten, sie sei verflucht. Das war vielleicht der zweite Deshalb Fehler. Deshalb stelle ich ja Feraldener ein. Sie mögen dämlich sein, aber sie sind nicht abergläubisch. Ihr wisst schon, dass ich einer von ihnen bin. Seid vorsichtig, was ihr über meine Landsleute sagt. Ich habe selbstverständlich nicht euch gemeint. Aber meine Arbeiter sind besonders hoffnungslose Fälle. Sie können von Glück sagen, dass sie für mich arbeiten. Nur wenige in Kirkwall geben Flüchtlingen Arbeit. Okay, und was ist mit den Arbeitern? Die Arbeiter hatten sicher gute Gründe, wegzugehen. Ich bin ratlos. Kein Arbeiter ist erschienen und niemand nimmt mich ernst. Niemand geht? Die Knochengrube muss gefährlich sein, wenn die Leute Angst haben, hinzugehen. Nein, gar nicht. Achtet nicht auf das abergläubische Gewäsch der Einheimischen. Die Knochengrube ist größtenteils harmlos. Das steht auf den Grabsteinen von vielen Leuten. Die Höhle war
größtenteils harmlos. Der Drache war größtenteils harmlos. Die Falle war größtenteils harmlos. Also ihr stellt Ferelden ein. Ihr sagtet, einige eurer Arbeiter sind Ferelden, ne? Ja, alle sogar. Ein widerspenstiger Haufen, das könnt ihr mir glauben. Okay, und was würdet ihr mir bezahlen? Was gibt's als Belohnung? Ich bezahle großzügig. Die genaue Summe richtet sich danach, welchen Gefahren ihr begegnet. Gut, mehr muss ich nicht wissen. Ich gehe in Kürze dorthin. Je früher, desto besser. Jeder Tag, an dem die Mine nicht in Betrieb ist, kostet mich mehr, als die Arbeiter in einem Jahr verdienen. Die Knochengrube liegt direkt vor der Stadt. Sie ist auf jeder Karte verzeichnet. Gut, Hilfe gesucht. Bürger von Kirkwall, meine geliebte Gattin Niette ist verschwunden. Ich werde jeden belohnen, der sie mir zurückbringt. Fragen zur Belohnung oder zu Niette? Sprecht auf dem Markt der Oberstadt mit mir. Küsselüdelüak. Oder wie auch immer der heißt mag. Ich denke mal, der steht da drüben. Die Treppe hoch halt. Seid ihr Küsselüdelüak? Kann mir denn niemand helfen? Was soll das heißen, ihr könnt mir nicht helfen? Es ist eine Privatangelegenheit, Syrah. Wenn sich eure Gattin entschieden hat, euch zu verlassen, können wir nichts dagegen tun. Ninette ist meine Frau. Sie ist von Rechts wegen an mich gebunden. Bringt sie mir zurück. Wir sind hier fertig. Nutzloses Pack. Wofür bezahlen wir diese Faulpelze überhaupt? Bezahlt lieber mich. Ihr solltet vielleicht jemand anderen bezahlen. Mich zum Beispiel. Ich mag es, bezahlt zu werden. Oh ja. Wenn ihr Ninette findet, werde ich euch mit Freuden bezahlen. Dieses närrische Weib hat mir nichts als Peinlichkeiten beschert. Jemand muss sie nach Hause schleifen. Kein Problem. Die Wachen sind anderer Ansicht. Sie sind unfreundlicher als meine Frau. Vielleicht ist euer Freund hier verständiger. Ihre Familie wird langsam misstrauisch. Sie denken, ich könnte ihr etwas angetan haben. Aber selbst wenn... Nun ja, ich will einfach nur sicherstellen, dass sie wissen, dass ich nichts damit zu tun habe. Ist Ninette denn in Gefahr? Glaubt ihr, Ninette könnte in Schwierigkeiten stecken? Sie ist selbst daran schuld. Warum bändelt sie auch mit Männern an, die halb so alt sind wie sie? Pah, sie versucht nur, mir vor Augen zu halten, wie sehr ich von ihrer Geldbörse abhängig bin. Wollt ihr sie wieder zurückhaben? Ihr macht euch mehr Gedanken darüber, was ihre Familie denkt, als darum, was ihr zugestoßen sein könnte? Ninette sucht die Gesellschaft anderer Männer und macht auch kein Geheimnis daraus. Ich wäre ohne sie besser dran. Nun ja, zumindest dann, wenn ihre Familie weiß, dass ich nichts damit zu tun hatte. Sie würde mich ansonsten ruinieren. Und ihr fragt euch, warum sie weg ist. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, warum sie euch verlassen sollte. Ihr seid doch so ein wundervoller Mensch. Es war nicht immer so. Früher haben wir uns geliebt. Sie hat sich gegen ihre Eltern aufgelehnt, um mich zu heiraten. Manchmal frage ich mich, ob diese Jahre nicht einfach nur ein Traum waren. Wann habt ihr Niette zuletzt gesehen? Wie lange ist eure Frau schon verschwunden? Seit etwa einem Monat. Zu Anfang habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Sie ist schon häufiger fortgelaufen. Man kann Niette einfach nicht unter Kontrolle halten, versteht ihr? Sie kommt und geht, wie es ihr gefällt. Gut, ich werde euch helfen. Ich werde tun, was ich kann, um Ninette zu finden und sie nach Hause zu bringen. Ihr solltet mit Jethan in der blühenden Rose reden. Ich wusste nicht, dass sie Prostituierte aufgesucht hat, bis Jethan einen Brief geschickt hat. Zu uns nach Hause. Einmal hatte ihr sogar Blumen geschickt. Lilien. Ihre Lieblingsblumen. Wie kann das so sein? Ich kriege Kopfschmerzen, wenn ich darüber rede. Ich wünsche euch viel Glück, Syrah. Seid willkommen, Händler. Okay, wir haben hier unten noch irgendwas zum Mitnehmen. Da. Und dann wünsche ich euch viel Glück. Das da hinten wird nur die Quest sein, wie wir zu... Nein. Ich glaube, in die Knochengrube gehen wir in der nächsten Folge. Jetzt werden wir hier noch ein paar Sachen einsammeln. Was haben wir hier? Da können wir noch lang.
Ah, da sind noch ein paar Quests, die wir aufsammeln können. Gut, gut, gut. Macher. Habt ihr ihn gesehen? Cal? Bitte, könnt ihr mir helfen? Mein Bruder. Warst du nicht die, die vorher ihren Sohn gesucht hat? Ich bin nicht ganz sicher, es sieht alle gleich aus irgendwie. Sag mir, was ist los? Nur Mut. Keine Sorge. Den einen zu helfen und die anderen zu töten, das sind meine großen Stärken. Nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich hoffe, dass ihr hierbei niemanden töten müsst, Sarah. Schade. Karen war stets fromm und idealistisch. Er war sehr stolz, als die Templer ihn aufgenommen haben. Ich habe ihn angefleht, dem Orden nicht beizutreten. Aber er wollte nicht auf mich hören. Bist du nicht Mutter? Man hört finstere Gerüchte über die Templer und Kommandantin Meredith. Und jetzt ist mein Bruder verschwunden. Oh mein Gott! Erzählt mir von dieser Meredith. Was sagen die Leute über Kommandantin Meredith? Oh, sie hat viele Bewunderer, die sie dafür loben, dass sie strenge Aufsicht über die Magier führt. Mhm. Aber andere sagen, dass sie blutrünstig und völlig gnadenlos ist, dass sie überall Dämonen sieht. Dahin, Dämon, da, Dämon. Es ist gefährlich, derlei Dinge auch nur zu flüstern. Und was für Gerüchte flüstern die Leute? Was habt ihr über die Templer gehört? Wer entflohene Magier versteckt, verschwindet einfach. Templer verhören und bedrohen Passanten. Meine Freundin hat einen Vetter, der Magier ist. Und sie sagt, er wäre gegen seinen Willen zum Besänftigten gemacht worden. Jeden Tag hört man mehr solche Geschichten. Okay, was soll das heißen? Ihr denkt also, die Templer hätten... was? Euren Bruder getötet und aufgefressen? Mit Ketchup. Das möge der Erbauer verhüten. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Er schreibt mir einfach nicht mehr. Ich wollte zu ihm, aber Kommandantin Meredith hat mich rauswerfen lassen. Sie sagen mir gar nichts. Okay, und wie kann ich euch helfen? Beziehungsweise, was bekomme ich dafür? Ich ginge ein Risiko ein, brächte ich am Ende sogar die Templer gegen mich auf. Warum sollte ich das für euch tun? Ich habe nur wenig anzubieten, aber solltet ihr meinen Bruder finden, werde ich einen Weg finden, euch zu bezahlen. Solltet ihr bei euren Reisen auch in die Galgenburg kommen, dann fragt doch bitte die anderen Rekruten, Wilmot und Yu, nach meinem Bruder. Sie waren Karens engste Freunde im Orden. Wenn jemand weiß, wo er ist, dann sie. Möge der Erbauer euch segnen und bei diesem Vorhaben über euch wachen. Gut, machen wir. Da unten haben wir noch eine weitere Quest. Hier. Magistrat Wanderat. Oder so ähnlich. Heda, Fereldener. Ich möchte mit euch sprechen. Heda, dann sprechet. Ich habe vernommen, ihr hättet mit gewissen Elementen in der Stadt zu tun. Ihr erledigt Dinge unter der Hand. Ist das richtig? Unter der Hand gesagt? Vielleicht? So kann man es auch sagen. Ich bin ein Magistrat in dieser Stadt und möchte euch als solcher für eine kleine, aber dennoch wichtige Aufgabe gewinnen. Ein Mann, den ich zu lebenslanger Haft verurteilt habe, ist entflohen. Seine Spur führt zu einer verlassenen Ruine außerhalb der Stadt. Aha. Ein Ansinnen, das der Wache hätte vorgetragen werden müssen. Was hat denn der Mann verbrochen? Warum wird so viel Aufhebens gemacht, diesen Mann zu fangen? Was hat er getan? Er ist entflohen. Das ist Grund genug, ihn einzufangen. Tja, das klingt einfach. Wir sind beide intelligente Leute. Da ist etwas in den Ruinen, nicht wahr? Da ist noch etwas, ja. Es gibt Kreaturen in den Ruinen. Die entsandte Wache ist für den Kampf gegen solche Bestien nicht genug ausgerüstet. Was für Kreaturen? Wisst ihr, was das für Bestien sind? Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Ich bin noch keiner begegnet. Die Wachen sagen, diese Dinge hätten bereits eine ganze Kompanie ausgeschaltet. Das klingt genau das Richtige. Und warum lasst ihr ihn nicht einfach fressen? Es wäre einfacher, den Eingang abzuriegeln und ihn den Bestien zu überlassen. Ich glaube an das Recht, Fereldener. Nicht an ungezügeltes Abschlachten. Ich lasse meine Gefangenen nicht auffressen, nur um mir nicht die Hände schmutzig zu machen. Okay, in Ordnung, ich mache es. Ich übernehme die Aufgabe. Bringt mir den Flüchtigen lebend, rasch und ohne Aufsehen. Ihr erhaltet dafür eine gute Bezahlung sowie die Dankbarkeit eines Magistrats der Stadt. Nützlich für einen Flüchtling, meint ihr nicht? Ja, irgendwie schon. So, wir gehen jetzt noch hier hoch. Das ist die Kirche. Sie ist nicht das Symbol, das sie sein könnte. Nee, aber wir warten hier, nämlich. Da gibt's, können wir nämlich auch eine Quest abgeben. Und zwar die Quest Rache.
Ehre? Irgendwas mit da. Auf alle Fälle Sebastian, den ehemaligen Prinzen hier. Trifft mich jetzt der Blitz, wenn ich erzähle, dass ich die Männer getötet habe, die all das eurer Familie angetan haben? Verzeiht, aber ihr seid mein Aushang an der Anschlagtafel des Kantors. Hat ihre Gnaden ihn hängen lassen? Ich war sicher, dass ihn nicht einmal jemand lesen würde, aber ihr sagt, ihr habt sie zur Rechenschaft gezogen? Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, Sarah. Es ist tröstlich, dass meine Familie nun in ihren Gräbern Ruhe finden kann. Erzählt mir von euch. Wer genau seid ihr? Ich bin Sebastian Vale, Prinz von Starkhaven. Ihrer Gnaden wäre es lieber, ich würde mich als Bruder der Kirche vorstellen, aber ich konnte nicht bleiben nach dem, was meiner Familie zugestoßen war. Starkhaven? Ist das die Nachbarstadt von Goffen? Ist dort nicht erst vor kurzem der Turm des Zirkels niedergebrannt? Ach, das war das, genau. Ja, und ich glaube, dass das auch zum Vorgehen gegen meine Familie gehörte. Mit einem Streich haben wir unsere Magier und unsere Templer eingebüßt. Jeden, bei denen meine Familie um Schutz ersucht hätte. Warum seid ihr noch hier? Warum haben die Feinde eurer Familie nicht auch euch gejagt? Deshalb bin ich ja überhaupt in die Offensive gegangen. Dank euch sind diese Meuchelmörder der Flint-Gesellschaft keine Gefahr mehr. Ich bin der Letzte meiner Familie. Ich muss überleben, damit ihr Gerechtigkeit widerfährt. Und warum wurde eure Familie getötet? Wer hat diese Söldner geschickt? Meine Familie hat seit 6 Generationen über Starkhaven geherrscht. Wir haben Feinde, aber keine, die sich offen zu erkennen geben würden. Ein entfernter Vetter von mir beansprucht jetzt die Herrschaft für sich, aber er ist ein wenig einfältig. Er kann bei dem Komplott nicht mehr als ein Handlanger sein. Okay, und wer könnte es dann getan haben? Ihr habt doch sicher eine Vermutung, wer dahinter stecken könnte. Meine Eltern waren stets weise bei der Behandlung unserer Adligen. Rivalitäten und Unmut konnten gar nicht erst entstehen. Der Angriff muss von außen erfolgt sein. Und unser wichtigster Handelspartner ist Kirkwall. Ich kam hierher, um Unterstützung für meine Sache zu erbitten und vielleicht einen Hinweis zu finden, wer der Drahtzieher dieser schmählichen Tat ist. Okay, und wo ist mein Geld? Euer Aushang erwähnte eine Belohnung. Betrachtet das als Vorschuss. Wenn ich mein Land wieder in Besitz habe, werdet ihr fürstlich entlohnt. Entschuldigt mich nun. Ich muss beim Vicomte ein Gesuch um Hilfe für eine befreundete Stadt einreichen. Ja! Vergeltung! Und wieder weiter. Ja, das hat sich ja gelohnt. Level-Ups für alle. Okay, wir treffen uns dann in der nächsten Folge und gehen dann hier in die verlassene Ruine? Nein. Zugang zur Küste? Nein. Die verhungerte Küste? Nein. Hier, die Knochengrube. Sieht doch toll aus, oder? So, das allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, wir sehen uns bald wieder.